Zwei Dinge braucht der Whisky-Freund, wenn er auf Reisen geht. Einmal ein Tastingglas und eine Miniatur mit einem leckeren Whisky. Und heute geht es um den Aberfeldy, 12 Jahre alt. Und weil es so praktisch ist, habe ich mir direkt ein Tasting-Set mitgenommen. Da kommen also dann noch kleiner Teaser, kommen also noch der 16 und danach der 21-Jährige dran. Das aber dann die nächsten Mal. Ja, vorab, ich mache keine Werbung, sondern sage ausschließlich meine Meinung und mein Zeug. Das kaufe ich mir immer selbst. Wie dieses Miniatürchen hier, um mal zu schauen, wie gut der Aberfeldy 12 Jahre alt eigentlich ist. Ich hatte den schon mal im Glas, fand den, glaube ich, auch ganz gut, aber habe mich nie entschließen können, eine ganze Flasche davon zu kaufen, eine 07er Flasche. Warum? Das weiß ich gar nicht mehr, aber das werde ich ja vielleicht heute auch nochmal feststellen. Ich zeige euch nochmal die Miniatur, damit ihr seht, wie schön die aussieht. Also so sieht auch die richtige Flasche aus. Sehr hübsch gemachtes Etikett. Und dann sage ich euch auch ein bisschen was zu dem Whisky. So ein paar äußere Werte erst einmal. Also 12 Jahre alt. Aberfeldy ist ein Highland Single Malt. Und die Brennerei, die gibt es schon seit 1896, wenn ich das so richtig... Oder seit 1800, nein. Doch, seit 1896. So. Und ist im Familienbesitz der Familie Dewar. Und Dewar kennen wir durch den Dewar's Blend. Und da spielt der Aberfeldy auch eine ganz große Rolle in diesem Blend. Deswegen ist er vielleicht gar nicht so bekannt als eigener Single Malt Whisky, hat aber durchaus auch Anhänger. Vor allen Dingen dann, wenn es in die höheren Jahre geht. Das ist ein sogenannter beliebter Einsteiger-Malt. Und warum und ob er dazu was taugt, das gucken wir uns dann an. Der Whisky ist abgefüllt mit 40 Volumenprozenten Alkohol und die Farbe, die ist ganz beeindruckend, aber ist völlig uninteressant, denn es handelt sich um gefärbten Whisky. Gefärbt, kühl gefiltert, 40 Volumenprozente. Das ist so das, was man so kennt von massenmarkttauglichen Whiskys, was ja erstmal gar nichts Schlechtes sein muss. Die Flasche kostet 36,90, wenn man sie heute sich kaufen möchte. Und steht auch in dem ein oder anderen gut sortierten Supermarkt. Bei dem 16-Jährigen, bei dem 21-Jährigen, die finden wir dann eher im Whiskyhandel und nicht mehr so im Supermarkt. Aber den hier, den findet man da schon noch. So. Und dann schauen wir uns den mal ein bisschen genauer an, gucken mal, was der so taugt. Interessant ist, die Brennerei ist in der direkten Nähe des River Tay oder Tay. Und vielleicht kennt ja der ein oder andere das Fontane-Gedicht, die Brücke am Tay. Darum geht's, wann treffen wir drei wieder zusammen. Dieses weltberühmte alte Eisenbahnunglück, als dann eben letztlich ein Sturm eine Brücke hinweggefegt hat in einer Gewitternacht und die Eisenbahn hinabstürzt. Der Fontane hat darüber eine wunderbare Ballade geschrieben und da kommt der Whisky her. So, jetzt sind wir auch als Literaturfreunde alle hoffentlich interessiert und schauen mal, was der uns so letztlich liefert. So. Und dann müssen wir erstmal uns konzentrieren, weil so stark aromatisch kommt er mir gar nicht vor, obwohl ich ihn dann damals ganz anders in Erinnerung hatte. Ah doch. Ein eher, wahrscheinlich eher leichter Whisky, der durchaus in die sommerliche Jahreszeit passt. Alkohol sticht da nicht, aber hat ja auch nur 40%. Ein süßer Whisky, ziemlich deutliche Honigsüße, aber auch Malzigkeit. Helle Früchte, die ich noch nicht ganz definieren kann.
Ich würde mich jetzt, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, das geht so in Richtung Birne, so. Aber genaueres weiß ich jetzt erstmal nicht. Alles, was man riecht, riecht angenehm, einladend, aber ist jetzt auch nicht so, dass es das irgendwie ein besonders komplexer Whisky ist, der da auf uns zukommt. Das ist so mein erster Eindruck. Ja, dann wollen wir mal schauen, was er im Mund macht. Er bestätigt so einiges, was man in der Nase hatte. Es ist ein sehr angenehmer, im Mund auch durchaus ausfüllender Whisky, wenn man ihn lange genug im Mund hat und auch ein bisschen mit der Zunge im Mund verteilt und hin und her bewegt, kriegt man so einiges mit. Ja, wir haben die Honigsüße. Ich würde keine Vanillesüße, sondern deutlich eine Honigsüße feststellen. Ich weiß übrigens nichts zur Fassreifung. Vielleicht erfahre ich da gleich noch mal was, wenn ich auf die Packung oder auf das Fläschchen gucke. Aber zur Fassreifung weiß ich eigentlich gar nichts. Ich würde ja schon vermuten, dass das eine Bourbon-Fassreifung ist. Ein Hauch Sherry-Fass vielleicht, aber ich würde auf eine Birnenfassreifung tippen. Es ist ein malziger Whisky, durchaus ein bisschen Toastbrot, Birne. Er hat aber auch trotz all der Süße eine gewisse herbe Noten. Also, wie man es so ein bisschen kennt von der englischen Orangenmarmelade. Ja, da haben wir auch durch die Orangenschale auch so ein bisschen herbe Noten, eine leichte Bitterkeit, aber eingebunden in eine Süße, also nichts unangenehm bitter aufstoßendes, nicht so wie man das manchmal kennt von irgendwelchen ausgelutschten Fässern oder sowas. Das ist überhaupt nicht zu vermuten hier. Aber das ist also auch dabei und auch eine gewisse Würze, aber die kann ich nicht zuordnen. Was ist das für eine Würze? Ist das Holzwürze? Eher nicht. Es ist kein rauchiger Whisky. Ich habe auch keine Schokoladennoten, Kaffeenoten, all sowas hier nicht. Ich habe hier auch keine Trockenfrüchte, sondern das geht, wie gesagt, eher in Richtung Birne. Da ist eine gewisse Zitrusnote drin. Die Honigsüße ist dabei, sehr mundschmeichelnd, angenehm. Das ist ein Whisky, auch zum Trinken. Das macht ihn zu einem durchaus süffigen, nicht ganz ungefährlichen Whisky. Bei den Früchten bin ich nicht ganz sicher. Da ist auch ein Hauch tropischer Frucht drin. Also von der Birne, die ich eher in der Nase hatte, bin ich doch eher weg. Helle Früchte, tropische Früchte, sowas in der Art. Vielleicht eine Orangennote. Dann aber eben diese bittere Orangenmarmeladennote. Der Abgang ist nicht mehr als mittellang.
Und es stellt sich so ein bisschen Trockenheit ein. Und es bleibt diese bittere, ich sag jetzt mal, Orangenmarmeladennote. Ja? Das ist so das, was am Ende irgendwie so bleibt. Angenehm. Jetzt schaue ich mal ganz kurz, was hier drauf steht. Island Single Malt Scotch Whisky, jawohl, bla bla bla. Guaranteed 12 years in oak, wollen wir hoffen. Dann steht hier noch irgendwie bla bla. Mellowed for 12 years in handmade oak casks. This smooth, sweet dram offers rich rewards for those who like to dig deeper. Leute, die gerne tiefer graben. Nun gut. Mit Farbstoff, bla bla bla. Hier steht nichts Neues drauf. Und jetzt gucken wir mal, ob hier auf der Verpackung von dem Tasting Set noch irgendwas Sinnvolles draufsteht, irgendwie im Sinne von Tasting Notes. A honeyed dram, also Honig dram with notes of spices. Also die Würzigkeit, würde ich auch sagen, ist drin, aber was für Würze, kann ich nicht sagen. Sagen die hier auch nicht. Dann sagen die hier Vanilla, hatte ich nicht. Das ist ja oft bei mir der Fall, dass ich dann, wenn da steht irgendwie bei den Tasting Notes Vanille, dann habe ich eher eine Honigsüße. Aber Honig steht ja auch hier drin. Also ich finde, Vanille habe ich hier nicht gehabt, sondern eine deutliche Honigsüße, die hatte ich. And a hint of smoke. Ein Hauch von Rauch. Den muss man mir aber erstmal finden. Also den habe ich hier nun nicht ansatzweise. Da wäre ich ja nie auf den Gedanken gekommen, dass man sagt, hör mal, das ist, der kommt in die Kategorie rauchiger Whisky. Nee, beileibe nicht. Das ist für mich überhaupt kein rauchiger Whisky. Es ist natürlich ein absolut einsteigertauglicher Whisky, denn er zeigt, was die spirituose Whisky kann. Er gibt durchaus eine Ahnung von dem, was eben Whisky sein kann. Und ist von daher mit Sicherheit auch ein interessanter Vertreter und ein guter Einsteiger und kann auch Spaß machen, so in Richtung Aberfeldy mal weiterzuschauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der 16-Jährige schmeckt. Den hatte ich auch irgendwann mal im Glas, da habe ich aber alles vergessen. Und ich hatte noch nie im Glas den 21-Jährigen. Das wird ja dann dem nächsten bzw. übernächsten Mal dann der Fall sein. Da bin ich gespannt drauf. Zu der Ausgangsfrage, die ich ja damals negativ für mich beantwortet habe, würde ich mir für 36,90 Euro, also hier eine 0,7er Flasche von kaufen? Nein. Das ist ein ordentlicher Whisky, ist ein guter Whisky, für Einsteiger ein besonders interessanter Whisky. Aber ich finde, es gibt da so viele Alternativen und so extrem spannend finde ich denn irgendwie danach nicht mehr. Und wenn man dann eine Whisky-Bar hat, wo man sagt, irgendwie ist ja auch der Platz ein bisschen begrenzt, dann stellt man sich nicht mehr einen solchen rein, sondern dann holt man sich vielleicht noch ein paar andere, vielleicht interessantere Vertreter. So. Also es ist für mich jetzt nicht der langweiligste einer, aber es ist eben auch nicht der komplexeste einer und nicht einer der absolut spannendsten. Aber es ist ein ordentlicher, guter Vertreter der Spirituose Whisky für alle die, die also noch nicht so viele Erfahrungen haben. Das ist ein leckeres Teil, also das würde ich schon sagen. Das kann man sich mal antun. Okay, das soll es gewesen sein. Ich, wie gesagt, beim nächsten Mal geht es dann um den älteren Bruder, den 16-Jährigen, der schon eine ganze Ecke teurer sein wird. Der kostet, glaube ich, fast doppelt so viel. Und dann zum 21-Jährigen und der ist dann schon richtig schon fast astronomisch teuer. Aber das schauen wir uns dann genauer an. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und denkt dran, der Whisky-Freund ist ein Genießer. Er säuft nicht. Tschüss.